Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Sie sehr herzlich begrüßen zur vierten Direktvermarktermesse hier in Frankenau. Einmal mehr verknüpft mit dem Archetag. Ich freue mich, dass Sie den Weg zu uns gefunden haben, das Programm mit uns genießen wollen. Ja, der eine oder andere wird einen Regenschirm brauchen, aber ich möchte noch mal in Erinnerung rufen, wir haben ja den Regen sehnlich erwartet und das freut uns sehr, dass er jetzt auch gekommen ist. Und wenn die Landwirtschaft sich heute präsentiert im Rahmen der Direktvermarktermesse mit ihren Angeboten, dann darf auch das Thema Regen natürlich auch nicht fehlen. Ja, wir haben prominente Vertreter hier mit auf der Bühne, die Sie heute ebenfalls herzlich willkommen heißen. Ich darf den Bürgermeister herzlich begrüßen, Manuel Steiner, der uns hier sehr gut mit seiner Mannschaft unterstützt. Ich habe eine Majestät mitgebracht, die hessische Milchkönigin Anna die Erste. Sie wird auch für ihren Berufsstand heute ein Stück weit werben. Und wer aufmerksam nachgeschaut hat, da findet sich irgendwo, glaube ich, auch eine Kuh. Weniger lebendig, aber doch eher symbolhaft. Und da soll es wohl was wie eine kleine Leistungsshow auch geben, was das Melken betrifft. Ist mir zumindest zugetragen worden. Wir haben eine sachkundige Vertreterin des Berufsstandes auf jeden Fall schon mal zugegen. Die Landesregierung ist prominent vertreten und wird sich auch gleich zu Wort melden. Ich begrüße unseren Staatssekretär Jens Deutschendorf. Er wird begleitet von Jürgen Frömmrich, Landtagsabgeordneter, und Frau Dr. Sommer als weitere Landtagsabgeordnete heute auch präsent. Ja, wir haben viele Kooperationspartner heute. Wir haben den Arche-Verein aus Frankenau als Kooperationspartner bei dieser Veranstaltung. Und das Thema Arche, Region, Kellerwald ist ja ein besonderes Alleinstellungsmerkmal hier in der Region. Da sind wir sehr stolz darauf. Und deshalb sind wir auch froh und dankbar, dass wir Kooperationspartner haben. Ich darf Frau Feldmann sehr herzlich begrüßen von der Gesellschaft für den Erhalt alter und gefährdeter Haustierrassen. Das ist ja unser zentrales Thema. Auch vielen Dank für Ihre Unterstützung und die Kooperation. Ja, wir haben viele weitere Partner, Landschaftspflegeverband, den Naturpark. Alle die darf ich ebenfalls sehr herzlich begrüßen, stellvertretend allen aber auch Danke sagen für die Begleitung der heutigen Veranstaltung. Da ist ja eine Menge an Arbeit auch zu leisten. Ich möchte Ihnen jetzt ans Herz legen, dass Sie die vielen umfangreichen Angebote intensiv nutzen und sich dort mit den Angeboten der Landwirtschaft vertraut machen. Aber auch das Kunsthandwerk hat sehr interessante Angebote zu bieten. Es gibt ein umfangreiches Rahmenprogramm, davon werden wir gleich noch mehr hören. Ihnen allen darf ich jetzt einen tollen Tag hier in Frankenau an der Halle wünschen und darf Ihnen erstmal Danke sagen, dass Sie mir zugehört haben und darf jetzt, nein, den Hausherrn bitten, den Bürgermeister Manuel Steiner, Sie ebenfalls herzlich zu begrüßen. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, lieber Jürgen. Auch von meiner Seite aus erstmal ein herzliches Willkommen hier in Frankenau in unserer schönen Arche-Region. Das Wetter, ja, wir haben es eben gerade gehört, ist nicht das Schönste für heute. Da streiten wir uns noch mit dem Fritz Schäfer, wer jetzt schuld ist, ob ich oder er. Das haben wir auch nicht ganz ausgeklingelt. Aber ich möchte einfach auch an dieser Stelle nochmal sagen, vielen, vielen Dank an die ganzen ehrenamtlichen Helfer hier drumherum, die sich daran beteiligt haben, nicht nur vom Arche-Verein, sondern auch die ganzen Aussteller, Frau Loth vom Landkreis, für die ganze Organisation. Da auch an dieser Stelle nochmal vielen Dank und ich glaube, das ist auch ein riesen Applaus wert für alle, die sich hier beteiligen. Unsere Laune wollen wir uns auch nicht verderben lassen und zu lange soll ich ja auch nicht reden. Alle stehen hier mit Jacken und wollen lieber ein bisschen laufen. Deswegen an dieser Stelle, ich wünsche allen einen wunderschönen Tag hier in Frankenau. Genießen Sie das drumherum, genießen Sie die schöne Arche-Region und ich gebe das Wort jetzt an den Staatssekretär. Vielen Dank. Ich freue mich, hier mit dabei zu sein, bedanke mich herzlich für die Einladung und überbringe an dieser Stelle die herzlichen Grüße der hessischen Landesregierung und grüße Sie auch, meine Damen und Herren, im Namen von Jürgen Frömmrich und Daniela Sommer, für die ich hier mit Sie alle herzlich begrüße an diesem doch, herbstlichen, leicht herbstlichen Tag. Aber ich glaube, es sind gute Bedingungen angerichtet für ein wirklich tolles Fest hier zusammen mit Direktvermarktermesse und Archetag. Ich selbst verbinde viele Erinnerungen mit Frankenau, ganz unterschiedlicher Art. Ich weiß, dass eine der ersten schwierigeren Aufgaben als erster Kreisbeigeordneter, das war hier die Kuhfieberkrise.
als es ging um kranke Schafe, wo kommen die hin? Da hatten wir eine spannende Veranstaltung hier in der Halle, Kellerwaldhalle gehabt, das kann ich noch gut erinnern. Ich weiß aber auch noch, 2016, glaube ich, beim Archetag war ich auch hier zugegen, war auch damals eine tolle Veranstaltung. Ich glaube, das Schiff war damals auch fertig geworden, an dem wir auch lange zusammen gearbeitet haben, dass das alles so gut klappt. Und insofern freue ich mich, am heutigen Tage mit dabei sein zu dürfen hier. Die Region insgesamt entwickelt sich aus meiner Sicht sehr, sehr gut. Wenn wir uns anschauen, den Naturpark als ein wichtiges Projekt in der Region, hatten wir jetzt 20 Jahre Jubiläumsfest, bei dem ich dabei sein konnte. Da geht es gut voran. Der Nationalpark ist jetzt noch mal größer geworden als ein wichtiges Aushängeschild und Highlight der Region. Da tut sich wirklich sehr, sehr viel. Das alles funktioniert aber nur, wenn die Menschen vor Ort mit großem Engagement sich einbringen, mit ihren Ideen, was daraus machen, aus diesem ganzen, ja, aus dem Umfeld, aus den Schätzen, die unsere Region zu bieten hat. Und davon sind viele, viele Menschen heute auch hier. Ich an den Arche-Verein denke, der hier dafür sorgt, dass die alten Haustierrassen sichtbar gemacht werden, dass der Wert dieser vielfältigen, kleinteiligen Kulturlandschaft erhalten wird. Das ist ein Riesenbeitrag auch zu Artenvielfalt und Biodiversität. Das ist wirklich toll. Und wenn wir uns dann noch umschauen auf der Direktvermarktermesse, ja, so viel Handwerkskunst, was hier angeboten wird, ist wirklich toll, was die Region zu bieten hat. Und dahinter stehen einfach sehr, sehr viele engagierte Menschen, die eine tolle Arbeit machen und dafür sorgen, dass diese Region so attraktiv und lebenswert ist. Vielen Dank dafür an alle, vielen Dank an all diejenigen, die das hier am heutigen Tag mit auf die Beine gestellt haben. Es sind viele Menschen da. Ich wünsche uns allen einen wirklich spannenden, abwechslungsreichen und schönen Tag hier in Frankenau. Vielen Dank. Herzliches Dankeschön, dass ich hier heute dabei sein darf. Ich möchte Sie auch alle sehr herzlich hier in Frankenau als hessische Milchkönigin begrüßen. Ich denke mal, ich spreche für alle Landwirte, wenn ich sage, dass die Direktvermarktung für uns immer wichtiger wird und immer interessanter. Deswegen ist gerade so eine Messe hier, wo wir unsere Landwirtschaft präsentieren können, das wird immer wichtiger. Man muss die Leute einfach mitnehmen, man muss denen zeigen, was wir machen. Und ja, dann kann man auch den Leuten das Verständnis rüberbringen. Ja, ein paar Worte zu mir. Ich bin 23 Jahre alt. Ich komme aus Fulda. Wir haben zu Hause auch Landwirtschaft. Ja, deswegen habe ich mich dann auch dafür entschieden, die landwirtschaftliche Lehre zu machen und besuche jetzt die Fachagrarschule in Fulda. Ja, mein Wunsch ist es, die Landwirtschaft mal weiterzumachen, dass es weitergeht in der Landwirtschaft, weil ohne Landwirtschaft können wir alle nicht leben. Wir produzieren unsere Nahrungsmittel. Ja, und als Milchkönigin ist es ein Ehrenamt und ja, ich will den Leuten einfach näher bringen, was wir mit den Kühen machen, was wir in der Landwirtschaft machen. Wenn Sie Fragen haben, können Sie gerne zu mir kommen. Das ist meine Aufgabe, den Verbrauchern die Milch und die Milchprodukte näher zu bringen. Ja, eben wurde es schon angesprochen, da hinten steht eine Kuh, wo man auch einfach mal selber probieren kann, wie man die Kuh melkt, was wir mit den Kühen machen. Und ich wünsche uns halt allen einen schönen Tag hier, trotz dem Wetter, aber der Regen ist wichtig, der hat uns lange gefehlt. Ja, schönen Tag. Gäste aus nah und fern, verehrte Ehrengäste, schön, dass Sie alle hier sind. Im Namen des Vereins Arche Region Kellerwald darf ich Sie recht herzlich hier zum vierten Arche-Tag begrüßen. Die Veranstaltung findet nach 2016 zum zweiten Mal gemeinsam mit der Direktvermarktermesse statt. Und da muss ich auch mal dem Kreis ein Dankeschön aussprechen. Die Zusammenarbeit, das klappt immer vorbildlich. Da kann man auch mal weitermachen. Ja, es ist sicherlich keiner hierher gekommen, um sich lange Reden anzuhören. Ich möchte nur noch kurz allen Tierausstellern danken, weil das ist immer mit einem riesen Aufwand verbunden, was da alles gemacht werden muss, mit Ummelden von Tieren, die Tiere hierher zu transportieren. Und das ist nicht selbstverständlich, dass das heute jemand auf sich nimmt. Und da nochmal einen recht herzlichen Dank für. Ja, wie gesagt, es will sicherlich keiner lange reden hören. Mit dem Wetter, wir haben es uns eigentlich so gewünscht, wie es jetzt ist. Den ganzen Sommer über war es uns zu trocken, es war uns zu warm und jetzt haben wir es kalt und nass und dann müssen wir es einfach mal so nehmen, wie es ist und wollen heute das Beste draus machen. Vielen Dank und den Herrn Deutschendorf möchte ich bitten, dass der nochmal einen Moment hier oben bleibt.
Und ich glaube, dann wollten noch mal welche hochkommen. Zurückerinnern, vor 8 Jahren haben wir im Magistratszimmer der Stadt Frankenau gesessen. Das Arche-Schiff stand damals finanziell auf der Kippe. Und ich kann mich erinnern, dass Sie uns den Mut zugesprochen haben und gesagt haben, wir machen das. Und wir ziehen die ganze Sache durch. Und Sie haben uns ja motiviert, das Schiff zu bauen und auch finanziell unterstützt. Dafür möchten wir uns bedanken bei Ihnen persönlich. Wir haben vor einigen Jahren uns Gedanken gemacht, wie können wir motivierte Leute oder engagierte Leute auszeichnen, die uns in diesen Gedanken der Arche-Region nach vorne gebracht haben, und haben uns entschieden, einen Preis zu machen. Sie sind der dritte Preisträger, begleitet von Achim Frede und Carsten Müller im Kreise. Und das Wappentier der Stadt Frankenau ist zwar der Löwe, aber der ist eigentlich eine Fehlentscheidung. Es gehört eigentlich der Ziegenbock da rein, das Wappen. Und wir haben uns Gedanken gemacht, wir überreichen Ihnen hiermit heute den Ziegenbock am Bande als kleine Auszeichnung. Und willkommen im Kreis der engagierten Leute für Frankenau. Wir bedanken uns. Ich glaube schon. Deshalb hat man auch früher auf dem Bauernhof unter meinem Nachbar mal wegen Hunde gefühlt, weil die Fälle manchmal die ganze Nacht. Ja, haben wir auch. Und da hatten wir auch einen Hahn und der hat am. Du bist ja was! Weiß ich nicht, ich muss mal vorne auf dem Schienen. Schön ist das.
das geht aber gut. Geht auch super. Es läuft alleine. Ja. Ich mach nichts. Ich habe extra die Drohne im Auto, aber bei dem Wetter kann ich natürlich nichts machen.